In der Steinzeit gab es keine Kaugummis, keine Handys und keine Schule. Kein TNT, keine richtigen Häuser und keine Ahnung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum gab es das nicht? Die Urzeitmenschen hatten kleinere Gehirne als wir heute. Und deswegen passte da auch nicht so viel Grips rein. Die Menschenaffen liefen am Anfang krumm, wie man heute sieht im Tierpark, wenn man ins Affenhaus geht. Als sie dann langsam von den Bäumen runterkamen, liefen sie immer gerader, weil sie ihre Feinde auf dem Boden in der Hocke nicht so gut sehen konnten. Doch irgendwann kam sie auf die Idee, das erste Werkzeug zu machen, den Faustkeil. Die Menschen wurden mutiger und fingen an, Jagd auf andere wilde Tiere zu machen, um sie zu erlegen und zu essen. Sie bauten sich Hütten aus Tierknochen, um sich vor Regen und Wind zu schützen. Dann kam eines Tages ein Gewitter mit Donner und Blitz. Alle anderen Tiere flüchteten, aber ein ganz mutiger Mensch traute sich an einen brennenden Baum ran und fing das Feuer ein. Mit dem Feuer war der Mensch noch besser dran. Er konnte wilde Tiere aus den Höhlen vertreiben und selbst dort einziehen. Dann haben sie mit der Höhlenmalerei angefangen. Also sie haben Tiere gemalt, Menschen, also sich selber meine ich damit, Rehe, Hirsche, alles Mögliche. Und das war's erstmal für jetzt. Viele, viele Jahre vergingen. Die Menschen lernten, mit Waffen umzugehen. Sie hatten jetzt schon Pfeil und Bogen. Damit konnten sie Tiere auch von Weitem treffen. Die Menschen waren anfangs noch Nomaden. Sie sammelten Beeren, Wurzeln, Pilze und Getreidekörner. Eines Tages entdeckten sie ein Wunder. Aus Getreidekörnern wachsen neue Pflanzen. Sie fingen selbst an, Getreidekörner in die Erde zu graben. Sie wurden sesshaft. Sie bauten Hütten und es entstanden erste Dörfer. Sie züchteten sogar Tiere wie Schafe, Rinder, Pferde und Schweine. Nun hatten sie Getreide, um Brot zu backen und Tiere, um Fleisch zu essen. Aus den Tierfell machten sie Leder. Aus Pflanzenfasern und Wolle woben die Menschen Stoffe und Decken. Sie entdeckten den Ton aus der Erde. Sie formten Krüge und Schalen und Figuren und Spielzeug für die Kinder. Die Menschen stellten mehr her, als sie eigentlich brauchten und fingen an, Handel zu treiben. Menschen, die am Wasser wohnten, lernten sich aus Baumstämmen Boote zu bauen. Als die Menschen aus Erz, Metall herstellten, war die Steinzeit dann langsam zu Ende.
Lauf der Zeit verteilten sich die Menschen über alle Kontinente. Aber besonders gute Bedingungen fanden sie im östlichen Mittelmeerraum, vor allem im Land zwischen den beiden Flüssen Euphrat und Tigris, da wo heute das Land Irak ist. In dieser Gegend entstanden die ersten Städte, die durch dicke Mauern vor Feinden geschützt waren. Und in diesen Städten gab es auch schon Herrscher, die über die anderen bestimmten. Es gab damals schon verschiedene Berufe, wie Töpfer, Schmied und Bierbrauer. Denn die Sumerer, wie die Menschen dort hießen, hatten auch schon das Bier erfunden. Und sie erfanden das Rad. Und noch etwas Tolles, was vorher gar nicht vorstellbar war: die Schrift. In ihrer Keilschrift konnten sie sich Sachen notieren und sogar schon Gesetze aufschreiben. Ein bisschen weiter westlich lebten kurze Zeit später die Ägypter. Der König dort hieß Pharao und durften über alles entscheiden. Die Pharaonen ließen mächtige Pyramiden bauen, in denen sie nach ihrem Tod bestattet wurden. In Ägypten gab es eine Bilderschrift, die gemalt oder in Stein gemeißelt wurde. Die Hieroglyphen. Die Sachen, die so aufgeschrieben wurden, sahen ein bisschen aus wie Comics heute. Die Griechen hatten auch ganz schön viel zu überlegen. Sie fingen an mit etwas, das sich Philosophie nannte. Aber auch das Theater erfanden sie. Und die Demokratie. Allerdings war das nur eine Sache der Männer. Frauen und Sklaven hatten nichts zu melden. Und die ersten Olympischen Spiele fanden in Griechenland statt, bei denen sich die besten Sportler Wettkämpfe lieferten. Ungefähr zur gleichen Zeit, nicht weit davon entfernt, die beiden Zwillinge Romulus und Remus werden von einer Wölfin aufgezogen und gründen die Stadt Rom. Was sich daraus entwickle, schauen wir mal rein. Rom wurde ein Weltreich. Das heißt, ganz viele Leute, die in anderen Gegenden lebten, mussten Steuern zahlen, damit sich Rom immer mehr Soldaten und Kriegstechnik leisten konnte und immer mehr Länder zu erobern. Im großen Römischen Reich erfand man auch viele sehr fortschrittliche Sachen. Mietshäuser, Schwimmbäder, die Kanalisation, befestigte Straßen. Viele Kriege wurden geführt. Viele Kaiser kamen und gingen, bis das Römische Reich so groß war, dass es irgendwann wieder auseinanderfiel. Das dunkle Mittelalter begann. Dabei war das Mittelalter gar nicht so dunkel. Könige, Herzöge und Fürsten ließen sich große Burgen bauen. Um eine Burg herum siedelten sich Bauern an, die zwar den Schutz einer Burg hatten, dafür aber für den Burgherrn arbeiten mussten. Die Mönche in den Klostern konnten lesen und schreiben und waren meist damit beschäftigt, Bücher abzuschreiben, weil es ja noch keine Kopierer gab. Die Ritter mussten nicht nur kämpfen können, sondern auch höflich sein. Vor allem, wenn es um die Gunst der jungen Frauen von anderen Burgen ging. Im Hof einer Burg gab es oft einen Markt, auf dem jede Menge Handwerker und Kaufleute ihre Waren und Arbeiten anboten. Eine Burg wurde oft von Feinden angegriffen. Mal gelang es den Angreifern, die Burg einzunehmen, mal hatten sie Pech, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Unterhaltung fanden im Mittelalter oft Turniere statt, bei denen verschiedene Ritter ihre Kräfte maßen. Zu dieser Zeit war in Arabien eine neue Religion entstanden, der Islam. Christen und Muslime waren Feinde und nannten sich gegenseitig Ungläubige. Und so zogen viele christliche Ritter aus, um gegen den Islam zu kämpfen und das sogenannte Heilige Land zu befreien.
Währenddessen machte sich Marco Polo mit seinem Vater und seinem Onkel auf den Weg in den fernen Osten. Viele Monate liefen sie zu Fuß, bis sie nach China kamen. Dort trafen sie den großen, sehr mächtigen Kaiser und lernten viele neue Dinge kennen. Das Schießpulver, Feuerwerk, kostbare Seide, feines Porzellan, den Kompass und die Brille. Die meisten Menschen glaubten noch, dass die Erde eine Scheibe ist. Sie hatten Angst davor, dass sie irgendwo herunterfallen. Einige aber beobachteten die Sterne und überlegten, ob die Welt nicht doch eine runde Kugel ist. Diese Idee brachte Christoph Kolumbus dazu, einen unbekannten Seeweg zu nehmen, um nach Indien zu kommen, wo es ganz besondere Gewürze und andere kostbare Sachen gab. Die Reise war nicht einfach. Die Seeleute wussten nicht, was sie erwartet und hatten Angst vor Seeungeheuern. Sie erblickten aber schließlich nach langer, langer Zeit Land. Die Menschen begrüßten die Seeleute freundlich. Sie gaben Kolumbus und seinen Leuten viel von ihren Kostbarkeiten, vor allem auch Pflanzen, die die Europäer noch gar nicht kannten. Zum Beispiel die Kartoffel und den Mais und die Tomate. Wäre das nicht passiert, hätten wir heute vielleicht kein Popcorn oder Pommes mit Ketchup. In Europa hatte sich aber auch viel getan. In Deutschland hatte Johannes Gutenberg das allererste Buch gedruckt und von da an gab es immer mehr Bücher. Viele Leute konnten nun interessante Sachen lesen und sich informieren. In Italien lebte fast zur gleichen Zeit ein außergewöhnlicher Mann. Sein Name war Leonardo da Vinci. Er ist heute noch sehr bekannt durch das wahrscheinlich berühmteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa. Er wollte alles ganz genau wissen und untersuchte, wie der Körper von Menschen und Tieren so funktionierte. In der Wissenschaft war er seinerzeit weit voraus. Man könnte noch ganz viele Leute aufzählen, die tolle Dinge entdeckt haben oder interessante Gedanken hatten. In Frankreich gab es einen König, der sich die größten Schlösser, die teuersten Delikatessen, die meisten Diener, die modernsten Armeen leistete. Und er nannte sich selbst Sonnenkönig. Alles kostete natürlich ganz schön viel Geld. Und sein Volk musste arbeiten und Abgaben leisten. Das konnte ja nicht lange gut gehen. Eines Tages hatten die Leute genug. Sie stürmten die Paläste und köpften den König.